Hallo zusammen, ich bin mal wieder im neuen Windpark Hohenlohen unterwegs, im Kinzigtal bei Hausach und Oberwolfach. Hier werden 4 Enercon E138 IP3 gebaut, 4,2 Megawatt, Nabenhöhe 160 Meter. Ich war im Sommer irgendwann schon mal hier, da standen bereits alle Betontürme, einzelne Komponenten waren bereits angeliefert. Ja, heute ist der 31. Oktober, ist jetzt wieder etwas Zeit vergangen und in der Zwischenzeit hat sich wieder einiges getan. Die erste von 4 EP3 ist fertig errichtet. Die wurde vor 2 Wochen fertiggestellt, meine ich. Da ist sie. Das ist die Anlage, die am nächsten zum nächsten Ort steht, zu Hausach. Von dort aus sieht man sie auch, vom Bahnhof aus. Ja, der Kran ist mittlerweile zur zweiten Anlage umgezogen. Und hier sieht man den Turm für die dritte Anlage. Der vierte Turmstumpf steht jetzt hinter mir, den sieht man jetzt nicht. Ja, sehr schöner Aussichtspunkt hier, habe ich entdeckt. Super schöner Herbsttag. Es scheint endlich wieder mal die Sonne nach dem sehr bescheidenen Wetter die letzten Wochen. Ja, hat auch dem Aufbau der Anlagen hier ein bisschen zu schaffen gemacht. Da gab es leider einige Verzögerungen wegen des Wetters. Es hat sehr viel geregnet, war sehr stürmisch. Ja, natürlich auch wegen Corona. Leider gab es auch ein paar technische Pannen. Ja, der Transport der Rotorblätter hätte schon viel früher beginnen sollen und hätte jetzt auch mittlerweile schon weiter vorangeschritten sein sollen. Ja, leider war dann der Selbstfahrer, der hier auf der Baustelle zum Einsatz kommen sollte, defekt und musste erst repariert werden. Das heißt, er ist erst viel später hier eingetroffen. Ja, und als er dann hier ankam, hat man festgestellt, Mist, die Rotorblätter passen gar nicht auf den Selbstfahrer. Das ist auch echt verrückt. Also der Flansch hat irgendwie nicht gepasst und eigentlich ist der Selbstfahrer ja genormt. Das heißt, wenn die Rotorblätter nicht auf den Flansch passen vom Selbstfahrer, dann hätten sie auch nicht auf die Narbe gepasst. Ja, irgendwie hat man es jetzt aber dann doch hingekriegt. Sonst hätte man die erste Anlage ja nicht montieren können. Ja, und dann, bedingt durch schlechtes Wetter, konnte es dann leider nicht weitergehen mit dem Flügeltransport hierher. Und der Selbstfahrer kommt jetzt momentan auch auf einer anderen Baustelle zum Einsatz. Das heißt, er musste den Windpark Hohenlohen erstmal verlassen und soll jetzt aber nächste Woche wieder hierher zurückkehren, damit es hier weitergehen kann. Ja, die Komponenten für die anderen Anlagen sollten eigentlich alle da sein, jetzt abgesehen von den Rotorblättern. Das heißt, da geht es dann erstmal mit der Montage von den anderen Komponenten weiter. Und ja, die Flügel werden dann so nach Bedarf angeliefert. Ja, der Windpark sollte eigentlich Ende des Jahres ans Netz gehen schon. Bin ich mal gespannt. Das ist sehr ambitioniert, jetzt innerhalb von 2 Monaten. Aber ja, ich habe gelesen, die Anlagen sollen dann nach und nach in Betrieb gehen, wenn sie dann fertiggestellt sind. Ja, ich werde mich dann mal aufmachen zu den einzelnen Baustellen und mal gucken, was es da Spannendes zu sehen gibt. So, ich bin jetzt hier an der Baustelle von Anlage 3. Hier sind auch schon die meisten Komponenten da, abgesehen von den Rotorblättern. Hier liegen die Stahlturmsegmente. Hier Maschinenhaus und die Kugelnarbe, alles noch schön eingepackt. Aber hier sieht man mal schön so die Dimensionen von dem Maschinenhaus und der Kugelnarbe. Das ist echt mini. Das ist gerade mal so hoch wie ein Stahlturmsegment. Krass, also verglichen mit den früheren Anlagen, mit dem riesigen eiförmigen Maschinenhaus und auch der Narbe. Ist das echt, ja, sind das ganz andere Ausmaße. Hier liegt der Stator. Und ja, hier der Generator.
alles noch schön eingepackt. Die wurden wahrscheinlich erst vor kurzem angeliefert. Und ja, dass sie auch vom Wetter geschützt sind. Hier der Turm. Brandneu, noch ganz sauber, glänzt noch schön. Cool. Jo, hier weiter hinten, bisschen weiter höher gelegen, ist dann der Turm für die vierte Anlage. Ja, die Anlagen stehen alle sehr weit auseinander. Und ja, auch auf unterschiedlichen Höhen. Jo, hier ist abgesperrt, näher komme ich jetzt nicht ran. Da hinten steht auch jemand im Camper, der ein bisschen aufpasst. Jo, dann fahre ich mal weiter. So, ich bin jetzt hier an der Baustelle von Anlage 2. Hier kommt man von hinten ganz gut ran. Hier sieht man nochmal schön die einzelnen Komponenten. Hier vorne Maschinenhaus und Kugelnarbe. Hinten dran dann der Stator. Da sind oben dran auch die Windmessinstrumente befestigt und auch die Befeuerung. Hinten dran der Generator. Und hier drüben dann die einzelnen Stahlturmsegmente. Drei Stück. Ja, hier ist auch heute Personal vor Ort. Kranfahrer auch. Der Kran hat sich gerade ein bisschen gedreht, so Richtung Stahlturmsegment. Wer weiß, vielleicht montieren sie heute noch irgendwas. Wetterbedingungen sind auf jeden Fall perfekt, sehr windstill, sehr gutes Wetter. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt wo ich weiß, ja, bei der EP3 in Jettenbach haben sie auch übers Wochenende einige Komponenten montiert, sogar nachts. Das hat mich auch überrascht. Also würde ich es mal nicht ausschließen, dass sie heute vielleicht hier auch noch irgendwas machen. Wäre cool. Ja, der Kran ist echt riesig. Der hat bestimmt, ja, 170, 180 Meter Hakenhöhe. Für die Anlage wird ja 160 Meter hoch. Naja, mal abwarten. Ich ziehe mal weiter zur Anlage 1, die bereits fertig ist, und schaue mir die mal an. So, hier ist sie, die erste fertig errichtete E138 EP3 mit Pakon-Lochen, Anlage 1. Das war auch die Anlage, bei der als erstes die Komponenten angeliefert wurden, als ich im Sommer hier war. Und das ist auch die erste, die jetzt fertig ist. Ja, die EP3 kenne ich ja jetzt schon gut. Aus dem Windpark Biederbach habe ich die ja schon mal ein paar Mal gefilmt. Das hier sind baugleiche Anlagen, auch 160 Meter Nabenhöhe. Und 4,2 Megawatt. Aber ich finde die EP3 einfach immer wieder geil vom Design her. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was da hinten Blaues drauf ist, aber das ist das Logo von Badenova, dem Betreiber. Da war wahrscheinlich kein Platz mehr auf dem Mini-Maschinenhaus, deshalb haben sie es jetzt hinten auf den Generator geklebt. Ja, schönes Bild, die Anlage hier im Wald. Anlage 1 steht ein bisschen weiter abseits. Die anderen Anlagen stehen etwas näher zusammen. Hier hinten sieht man die Baustelle bzw. den Kran von Anlage 2, wo ich gerade eben war. Das ist ein bisschen weiter weg. Ja, ich habe gerade eben auch noch Wanderer hier aus der Region getroffen, die meinten, dass die Anlage auf jeden Fall bis Ende des Jahres ans Netz gehen soll. Passt auch zu dem, was in der Zeitung steht. Also ich denke mal, dass sie jetzt versuchen werden, die Anlagen nach und nach ans Netz zu bringen, sobald sie fertig sind.
ja, um den Zeitplan halt auch noch ein bisschen aufzuholen. Ja, ursprünglich war es ja geplant, alle 4 Anlagen bis Ende des Jahres ins Netz zu nehmen. Finde ich jetzt sehr optimistisch, in 2 Monaten 3 Anlagen noch aufbauen und alle 4 ins Netz nehmen. Wer weiß, wir lassen uns überraschen. Ja, dann war es das auch hier aus dem Windpark Hohenlohen. Ich wollte auf jeden Fall das gute Wetter nochmal ausnutzen und hierher kommen, um mir den Baufortschritt anzuschauen. Ja, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, komme ich auch gerne nochmal her. Ja, je nachdem, ob es was Spannendes gibt oder nicht. Das ist nämlich auch immer eine kleine Weltreise hierher, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, weitere Videos zum Windpark Hohenlohen gibt es auf meinem Kanal. Abonniert ihn gerne, würde ich mich freuen. Kommentare sind wie immer willkommen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst es euch gut gehen und bis bald.